Hallo, hier ist Python. Heute spekulieren wir ein bisschen darüber, was uns im Oktober in Splatoon 3 so erwarten könnte. Es war nämlich zuletzt in Splatoon 2 so, dass dort gerne Halloween gefeiert wurde. Passenderweise Splatoween genannt, war es ein schauriges Splatfest-Event, was uns da geschenkt wurde. Und da könnte es doch gut sein, dass hier die Gelegenheit nochmal genutzt wird, um sogar jetzt zeitnah zur Veröffentlichung ein größeres Event zu haben. Neben dem Splatfest, was ausgetragen werden könnte, gäbe es die Möglichkeit, dass es wieder spezielle Halloween-Klamotten geben wird. Außerdem würde man, wenn es ein richtiges Splatoon werden soll, natürlich Splatsville auch dementsprechend gestalten. Und da kommen wir zur Big Run-Spekulation. Big Run ist ein spezielles Salmon Run-Ereignis, was schon vor dem Erscheinen von Splatoon 3 angekündigt wurde, bisher aber noch nie stattgefunden hat. Dabei wird es so sein, dass die Salmoniden in Splatsville einmarschieren und jede Multiplayer-Map zu einer Salmon Run-Map wird. Und so eine Invasion passt ja wohl perfekt zu Halloween. Also könnte es doch wirklich sein, dass uns dann der erste Big Run erwartet. Wie gesagt, wissen tun wir es nicht, alles Spekulation. Wir könnten ein Splatoon bekommen ohne Big Run, mit Big Run oder auch nur den Big Run. Das bleibt alles spannend. Lasst mir eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren da und damit macht es gut, bis dann, ciao.